Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich komme gerade von meiner Vorsorgeuntersuchung, eine ganz reguläre. Mir wurde allerdings total viel Blut abgenommen. 4 solche Teile. Ich bin total durch. Also, wenn ich was hasse, dann ist es Blut abnehmen. Ich mem da jetzt nicht rum oder so, aber ich habe immer Angst, dass es mir dann etwas schlecht geht. Und meine Frauenärztin ist recht weit weg und wenn ich da alleine hinfahre, ist das immer ein bisschen blöd. Aber alles gut. Wie gesagt, das ist nur eine Kopfsache. Ich mem da nicht rum, ich bin ganz ruhig, lass mir das Blut abnehmen hier, ne? Und ja, heute wurde nämlich der Zuckertest gemacht und das stand eigentlich nicht auf dem Plan. Der war für Anfang September geplant, aber wir haben das Ganze vorgezogen. Warum, erzähle ich euch gleich. Ich muss jetzt erstmal kochen. Meine Mäuse haben nämlich Hunger und außerdem wartet da draußen die Wäsche, der blaue Korb. Das muss ich jetzt noch erledigen und ansonsten liegen hier noch ein paar Sachen, ein paar Babysachen. Wir waren nämlich fleißig, meine Schwester und ich, wir haben diese Kartons hier geholt von unten. Da sind Babyklamotten der Jungs drinnen, wir haben ein bisschen aussortiert und ich habe einfach mal geschaut, was ich denn fürs Baby verwenden kann und das haben wir auch mitgefilmt. Die Sequenzen, die seht ihr gleich. Nur, dass ihr euch nicht wundert, dass das dann noch im Anschluss kommt. Ich konnte mich dann nämlich nicht mehr von euch verabschieden, aber das erzähle ich euch alles gleich. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Da kommt die Bella angetippelt. Da ist sie, die Bella. Da ist sie, die Feine, ne? Bist eine Feine. Also gut, ich mache mir jetzt erstmal das Ding hier ab. Und jetzt geht es dann auch noch in die Küche. Viel Spaß beim Video. So, das war total lecker. Meine Schiebetüren sind noch zu, damit ihr das Chaos in der Küche nicht seht. Ich erzähle euch jetzt nämlich erst noch ein bisschen was von meinem Vorsorgetermin. Ich platziere euch mal hier. Moment. So, ich hoffe, das geht jetzt so für euch. Okay, das Licht ballert nämlich hier wieder voll rein. Also, heute stand ein ganz normaler Termin an. Alle 4 Wochen, wisst ihr ja. Und der Zuckertest, der war eigentlich, wie gesagt, für Anfang September geplant. Jetzt wurde ich heute Morgen aber gefragt, ob ich den nicht gleich schon mitmachen möchte, weil ja eh Blut abgenommen wird. Und ich habe dann erst Nein gesagt, weil die Arzthelferin mir vor ein paar Wochen schon erklärt hat, wie das ganze Prozedere ist, dass ich ganz viel Zeit mitnehmen muss, also über eine Stunde und so weiter. Und ich habe dann eigentlich geplant, dass ich meinen Laptop mitnehme. Und ja, ich muss das natürlich hier auch alles managen, ne? Also ich muss da hier zeittechnisch auch schauen, dass das immer alles passt. Und deshalb habe ich erst Nein gesagt. Und dann hat sie aber gemeint, dass die Richtlinien sich halt geändert haben, dass das Ganze jetzt vorgezogen werden muss. Also das muss früher in der Schwangerschaft scheinbar gemacht werden, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, komm Heidi, gib den Ruck und mach's jetzt einfach, ne? Es muss ja eh Blut abgenommen werden. Und deshalb haben wir das heute gemacht. Ich habe dann eine Zuckerlösung bekommen, also Wasser mit Zucker, 50 Gramm. Das hat so eklig geschmeckt, es war so süß. Dann wurde erstmal gewartet und dann wurde Blut abgenommen. Ich habe noch dazu Blut abgenommen bekommen für den Toxoplasmose-Test. Da wird man immer gefragt, ob man das machen möchte. Ich mache das immer mit. Das zahlt man auch extra, aber das ist ja nicht schlimm. Also klar sage ich da ja. Wir haben keine Katzen. Übrigens, der Max wurde letzte Woche von einer Katze gebissen. Auch geilste Geschichte ever. Nicht, habe ich euch auf Instagram erzählt. Aber man bekommt es ja jetzt nicht nur wegen der Katzen. Also gut, die Ergebnisse bekomme ich dann noch gesagt. Also das dauert jetzt noch, das wird eingeschickt. Falls was ist, werde ich angerufen. Genauso wie die Eisenwerte. Da wird auch geschaut, ob das alles passt. Es wundert mich sowieso, dass ich noch keine Eisentabletten nehmen muss, weil bei den anderen Schwangerschaften musste ich Eisentabletten schon recht früh nehmen. Und ansonsten wurde noch Blutdruck gemessen. Der ist bei, lasst mich nicht lügen, 110 zu 70. Kommt das hin? Wartet. 100, ja,
Genau, 106 zu 63. Genau. Und dann wurde ich noch gewogen. Das normale Programm halt. Und ich habe wieder das Baby gesehen. Ah, das ist immer so schön. Alles ganz normal, entwickelt sich gut. Auch von der Größe her, das passt. Da hat sie mir da so eine Tabelle gezeigt. Das ist alles super. Und ja, jetzt warte ich halt auf die Ergebnisse vom Zuckertest. Apropos, schaut mal. Ich muss mal kurz rummemmen. Nein, alles gut. Ja, so viel zu meiner Untersuchung. Ich bin jetzt froh, dass ich es hinter mir habe. Und jetzt schauen wir einfach mal. In 4 Wochen ist der nächste Termin. Und ich habe jetzt hier mal ein bisschen was hochgeholt, hatte ich euch ja gesagt. Und zwar wisst ihr ja, dass ich ganz viel immer aufhebe und ganz viele Erinnerungsstücke auch habe von meinen Jungs. Jeder meiner Jungs hat so einen Karton. Da sind so die Sachen drin, die sie eben als Baby hatten. Zum Beispiel diese Spieluhr hier, die ist von Max. Das Spielzeug hier ist noch von Max und so weiter. So eine Schnullerkette. Und ja, solche Rasseln. Ne? Ich habe das jetzt einfach mal hochgeholt, weil ich es der Steffi gezeigt habe. Und hier ist die Decke, in der tatsächlich meine Schwester Steffi auch schon gelegen war. Die wird jetzt schön gewaschen und dann wird tatsächlich das Baby damit auch zugedeckt. Ich finde sowas eine wahnsinnig schöne Erinnerung. Ihr wisst, dass ich auf sowas stehe. Ich wurde auch schon gefragt, beziehungsweise auf Instagram, warum verwendest du nicht die Sachen deiner Jungs, die Kinderzimmer, ne? Ja, ich finde solche Sachen immer ziemlich witzig, weil ich natürlich die Klamotten meiner Jungs verwenden werde, die eben, ja, passen noch, ganz klar. Aber sowas hier, das sind halt Erinnerungsstücke, so wie die Decke hier vom Lissandro, die wird das Baby natürlich nicht bekommen. Das kommt wieder zurück in Lissandros Karton. Dann hat er eben diese Erinnerung, wenn er groß ist. Und das hier wird auch nicht das Baby bekommen. Das sind einfach ganz, ganz wertvolle Erinnerungsstücke. Genau, das wird dann halt neu gekauft. Sowas hier, klar, das habe ich jetzt schon gewaschen. Das ist dieser Bezug von der Wärmflasche. Und genau, das wird jetzt auch das Baby bekommen, sowie halt die Klamotten. Das zeige ich euch gleich, was wir alles Schönes sortiert haben. Das kommt in die Wäsche. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt hier gleich wieder. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß. Bleibt da auf jeden Fall dran. Es ist super lustig mit meiner Schwester. Und ich habe so viele tolle Schätze gefunden. Wusste ich schon gar nicht mehr. Und die Steffi meinte dann noch so, Mensch, du bist so ordentlich. Alles so gebügelt und so schön im Karton reingelegt. Und ja, das ist halt so meins. Ne? Es ist ja schon wichtig, solche Dinge auch aufzuheben. Also für mich, genau. Aber ich habe natürlich nicht alles aufgehoben. Geht ja gar nicht. Genau. Okay, dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Spaß und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Da sei registrando. Sì, già sto registrando. Andiamo alle cose per il baby. Stai capendo? Ma posso parlare? Sì, puoi parlare. So, wir sortieren jetzt Babysachen. Wir haben jetzt unten die Kartons geholt. Da ist übrigens meine Schwester. Wir sehen aus wie Struppi, weil, naja. So ist es halt, ne, wenn man zu Hause ist. Also, auf jeden Fall sind das die... Sono brutta! Also, das sind die Sachen von den Jungs, die ich aufgehoben habe. Also ein Teil. Der restliche Teil ist nach unten. Das sind dann halt große Größen. Wir haben jetzt hier die kleinen Größen. Ja, das. Ich lache schon. Apparare con te. Ja. Nein. Smettila. Das war. Nein. Das war noch so ein. Das lacht so. Da ist meine Schwester, die will sich erst noch die Haare schön machen. Wir sehen aus. Wir sind durch. Weil wir jetzt viel im Haushalt gemacht haben. Und jetzt sortieren wir die Babyklamotten. Das sind die meiner Jungs, aber lang nicht alle. Aber wir haben jetzt nur die kleinen Sachen hochgeholt und jetzt schauen wir mal, was wir davon verwenden können. Und früher habe ich das so gemacht, dass ich die Pampers-Kartons aufgehoben habe und keine IKEA-Boxen gekauft habe. Obwohl die natürlich viel schicker sind, ne? Naja, okay, also hier ist meine Schwester.
Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem Aussortieren. Questi sono forse da più grandi, oder? Mm. Che dici? Ja, die sehen jetzt ein bisschen größer aus. Ich mach mal. Ah, questo gliel'hai regalato tu, amore. Ti ricordi? Ah, sì. Das hat die Steffi mal dem Moritz geschenkt. Das ist von Benetton. Non ti ricordi? Sì, mi ricordo. A Potenza l'hai comprato questo. Bella. Questo lo lavo. Quindi due mesi. 66, aber das ist schon eine kleine Größe, Steffi, das können wir schon nehmen. Mhm. Okay, erstes Teil, check. Aspetta. Oh Gott, was haben wir denn hier? Hier sind die ganzen kleinen Söckchen aufbringen. Oh mein Gott. Was haben wir noch? Qua c'è i body. Oh. Guarda. Questi ti serviranno. Sì. Oh, guck mal, das hat mal der Max angehabt, Steffi. Oh. Ti ricordi questo? Ja. Aber das ist ganz gelb. Ich weiß gar nicht, ob ich das rauskriege. Okay, allora aspetta, qua ci sono le scarpe. Da sind jetzt noch so Schuhchen drin. Das waren die ersten Schuhe von Moritz. Die habe ich in Italien gekauft. Das werde ich auch nicht vergessen. Die sind so süß gewesen. Da war er, ich glaube, ein Jahr alt, als wir die gekauft haben. Quando aveva Moritz un anno? Un anno. Ja. Okay, also das... Sì, questa. Questa? Oh! Süß, ne? Aber das ist zu groß, Steffi, das können wir nicht verwenden. Das lassen wir noch im Karton. Warte mal, wir gucken erstmal hier rein, Steffi, weil hier sind Bodies. Steffi versteht mich übrigens, wenn ich Deutsch spreche, aber sie spricht nicht so gerne Deutsch. Ne, Steffi? Mhm. So, schaut mal hier. Das sind die ganzen Schätze meiner Jungs. Okay, jetzt gucken wir mal rein. Also, ah, ich sehe schon. Ah, das können wir alles noch verwenden. Schau mal. Oh. Süß, ne? Guckt mal, so kleine Mützchen von Dolly. Ach Gott, da war halt echt mal das Köpfchen meiner Jungs drinnen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau von wem. Das können wir auf jeden Fall verwenden, Steffi. Dann noch ein kleines Mützchen. Ach Gott, das war süß. Das war, glaube ich, von Moritz. Das ist auch süß. Das ist auch von Dolly. Schaut mal, kennt ihr noch diese Marke? Die war mal ganz modern. Keine Ahnung, ob es überhaupt noch gibt. Aber das waren wir auch. Hier noch ein kleines Mützchen. Können wir auch waschen? Ah, und das war der allererste Strampler vom Maximilian. Und er sieht echt noch top aus. Süß, oder? Lo laviamo? Ja, der wird auch gewaschen. Oh Gott, das ist auch süß. Oh. Ach, von Name It, genau, schaut mal. Größe 50. Können wir auch auf jeden Fall verwenden. Und es ist Cord, weil das Baby kommt ja im Dezember. Mhm. Also passt es und es ist auch neutral. Hat es schon mal eine kleine Hose? So, was haben wir denn noch? Oh, das war auch süß. Genau, das habe ich so als Kombi. Oh. Fammi un po' i pantaloni, alzali un po'. Ja, genau so hatte ich das als Kombi. Kann man das erkennen? Ich glaube schon, ne? Genau, von Name It. Das ist Größe 50. Schaut mal. Oh mein Gott, das ist klein. Das war von Alessandro. Aber ich hoffe, dass ich das Gelbe rauskriege. Che dici, se ne si leva? Yeah. A lavarlo a mano, dici tu? Ja, das ist halt jetzt hellblau. Das war tatsächlich vom Gianluca. Da habe ich auch ganz viele schöne Bilder, aber das ist halt hellblau, oh. Steffi. Oder? Kann ich ein Mädchen anziehen? Du gehst die Chippen. Okay, Steffi, sag nein. Dann tun wir das mal auf die Seite, wenn es ein Junge wird. Oder? Was meinst du? Okay. Genau. Das ist ein Body, den können wir auch waschen. Ja, den können wir auch waschen, Steffi. Das war von Max. Questo mi ricordo. Ja, kannst du dich erinnern? Hat er Max getragen. Süß. Aber das tun wir zu den Jungs-Sachen, okay. Steffi. Und das auch zu den Jungs-Sachen. Oh, questo mi ricordo. Oh, che bello. Oh, guck mal, das war ein Pyjama von Max von Petit Porto. Te ricordi sta marca? Ja. Mir meine Schwägerin geschenkt, das weiß ich noch, hinten mit diesen Knöpfchen.
Aber das können wir auch waschen. Guck mal. Oh mein Gott, was ich alles aufgehoben habe. Ne, Wahnsinn. Das kann man auch waschen. Das ist so ein Body. Das finde ich jetzt nicht schlimm, dass das blau ist. Findest du das schlimm? Ja, die Steffi findet es schlimm. Ach komm, ja, obwohl, wenn es dann echt ein Mädchen ist, ne? Naja, okay. So, was haben wir denn noch? Ach Gott, schau mal. Hier. Das sieht aus wie neu. Ich glaube, die war vom Lissandro. Das da hier. Auch süßer. So, okay, ich denke, wir tun einfach nur die weißen Sachen mal raus, ja. Oder Steffi? Was meinst du? Können wir das schon lernen? Ja, oh, das war vom Luki. Das war sein Outfit im Krankenhaus. Oh. Kannst du dich noch erinnern? Non ti ricordi? No, mi spiace. Bello. Aber das kann auch ein Mädchen anziehen, Steffi. Ja. Finde ich schon. Hey, ein Haufen Zeug ist hier drin. Das ist ja der Wahnsinn. Immer daher. Das kann auch ein Mädchen anziehen. Mhm. Das, oh, da kann ich mich noch dran erinnern. Schaut mal. Süße. Oder das. Das war tatsächlich von Max auch. Madonna. Guarda, 20 anni. 20 anni. Sta maglietta. Non ti ricordi? No, non mi ricordo. Das war auch von Moritz. Ach Gottele. So süß. Oh, die ist ja auch süß gewesen. Das ist noch nicht wieder maschietta. Das ist mehr für Jungs, sagst du? Ja. Nee. Cerbo. Ist doch nicht schlimm. Okay. Ci metto il fiocco rosa. Ja, na okay, das ist eindeutig Junge. Das kann man auch noch für Mädchen. Mhm. Das auch für Mädchen. Ey, da ist so viel Zeug drin. Hier sind die ganzen Strumpfhosen noch. Oh Gott, guck mal, wie klein Steffi. Das können wir auch waschen. Klein, oder? Ja, voll mini. Mini, guarda. Wahnsinn. Ey, guck mal, ist auch weiß. Können wir auch alles nehmen. Okay, wir machen jetzt hier mal weiter. Und dann kann ich euch ja zeigen, was ich alles so ein bisschen aussortiert habe, weil das ist echt viel. Sonst wird es hier ein Video, das über eine Stunde geht. Super. Okay, also wir sehen uns gleich wieder. Ne, Steffi? Mhm. Mhm. Okay. So, okay, wir sind soweit fertig. Das sind jetzt die ganzen Sachen, die in die Wäsche kommen. Hier geht es noch weiter. Hier sind ja noch die Löckchen. Ich habe noch die Hose gefunden, total süß. Und hier hatte ich auch noch ganz viele Söckchen. Die werde ich auch alle waschen. Und wir haben so süße Sachen gefunden. Das ist so schön. Und hier habe ich zum Beispiel sowas noch. Und das hier, das war ein Outfit. Da waren wir zu einer Taufe eingeladen. Genau, Größe 68. Und da hatte ich dann so ein blaues Schleifchen dran genäht. Aber das kann ich ja abmachen. So, so sieht das aus. Und da sind so Stickereien. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Hier unten. Total süß. So abgerundet. Ja. Kann auch ein Mädchen anziehen oder eben ein Junge, wie gesagt, wenn ich das Schleifchen hier abmache. Genau, hier habe ich noch so kleine Schürchen und so weiter und so weiter. Also ich werde mich da jetzt mal drum kümmern, bringe das mal runter in die Waschküche. Also habe ich genug Arbeit und dann geht es jetzt hier mal weiter im Haushalt. Und das sind hier noch hellblaue Sachen. Da muss ich dann mal gucken, wie Steffi ist dagegen, aber ich denke, ich werde das schon verwenden. So sieht das aus. So. Okay, also wir bringen das jetzt alles runter in die Waschküche und dann sehen wir uns gleich wieder. So, schön war es mit meiner Schwester, das Ganze auszusortieren. Ich habe noch ein bisschen was, das mache ich dann alleine. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ich euch mitnehmen soll zum Kinderzimmerkauf bzw. zum Kinderzimmer dann einrichten, wie das Ganze dann aussieht. Falls es euch interessiert, zeige ich euch das natürlich. Ich habe tatsächlich kein Baby-Kinderzimmer der Jungs aufgehoben. Nochmal so viel zur Frage von vorhin, von der Abonnentin, warum ich das denn nicht von den Jungs verwende. Wie gesagt, ich habe keine Möbel in dem Sinn jetzt aufgehoben und deshalb werde ich da neue Sachen kaufen.
Lasst mich das gerne wissen, falls euch das interessiert. Schreibt es in die Kommentare, dann kann ich euch natürlich mitnehmen. Und das ist jetzt noch mein Outfit von heute. Ich habe das Gefühl, dass ich bald platzen werde, obwohl ich noch einige Wochen vor mir habe. Aber alles gut. Ich habe euch auch ein Video abgedreht zu meinen Outfits, die ich jetzt so trage in der Schwangerschaft, zu den Klamotten auch, die ich neu gekauft habe, beziehungsweise die Sachen, die ich im Kleiderschrank habe und halt aufgepimpt habe. Das Video kann ich euch gerne mal in die Infobox verlinken. Falls euch sowas interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt würde ich sagen, verabschiede ich mich mit meiner Riesenkugel hier. Ich räume jetzt mal weiter auf und dann geht's für mich ins Büro. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!